Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Tschüssi! Willkommen zu Impossible Draw. Das ist einer der Games, die mir nicht empfohlen wurden von euch. Und dieses Game ist wirklich, wirklich cool. Das ist das, was ich gesehen habe bis jetzt. Ich habe es nur einmal kurz angespielt. Und zwar muss man hier zeichnen, um weiterzukommen. Das ist was extrem cooles. Und zwar mit dem iPad muss man dann etwas zeichnen. Und dann kommt man es weiter. Allerdings muss man es ziemlich, ziemlich genau nachzeichnen. Ich mache mal den iPad ein bisschen höher, damit ihr das sehen könnt. Das ist wirklich, wirklich cool. Ich mag solche Games. Almost. What the fuck? Komm schon. Nice. Was ist das? Das Spiel ist einer dieser Spiele, die man extrem leicht versteht. Es ist einer dieser Games, die man einfach so die ganze Zeit einfach so spielen kann. Und das ist wirklich nice. Ich glaube, wir kommen sogar ziemlich weit. Hubs, can you help you navigate the grip, swipe in the direction you wish to travel when your path is clear to keep going forward? Don't swipe at all. Okay. Englisch ist meine Sprache. Oh! Oh! Woo! What the fuck? Das ist episch. Habt ihr das gesehen? Ich habe nach rechts gewiped und bin dann nach rechts gekommen. Die Grafik des Spiels ist wirklich, wirklich gut. Auch wenn das Spiel nicht allzu viele FPS hat, so kommt es mir zumindest vor. Das Spiel laggt so ganz leicht auf dem iPad. Also für den iPad soll das kein Problem sein, sowas zu spielen. Oh, noch Wind bekommen. Was ist das? Was? Nein! Ich bin gestorben! Ey, das ist doch genau dasselbe wie da. Werbung, yay! Das Spiel muss ich mir holen. Fantasy-MMO-Strategie. Wo kann ich es holen? Ich will es mir holen. Okay, wir müssen 5 Sekunden warten, bis die Werbung weg ist. Ich mach mal den Ton weg. Und wir müssen schon wieder warten, bis... Ich verstehe nicht, wieso zweimal Werbung hintereinander kommt. Aber deswegen wurde mir dieses Spiel wahrscheinlich nicht empfohlen. Übrigens, ich habe den Flugmodus angemacht. Das heißt, normalerweise sollte keine Werbung kommen. Bei den meisten Spielen ist es so. Ach, ich habe auch auf Werbung wiederholen gedrückt. Es gibt sogar einen Button, um Werbung zu wiederholen. Das ist mein Traum, das wollte ich schon immer. Ein Halbkreis. Oder ein Viertelkreis, eher gesagt. Gott, dieses Spiel macht wirklich, wirklich Spaß. iPad Games sind eigentlich mehr so dazu da, um einfach, falls man irgendwie nichts zu tun hat, um einfach so zu zocken. Dafür sind iPad Games da, finde ich. Schaut euch mal, wie gut ich bin. Man muss es exakt nachzeichnen. Ein S. Darin bin ich gut im S. Oh mein Gott, das Spiel... Oh, wie habe ich... Ich hab Angst, dass ich es nicht schaffe. Episch, oh. Ja, oh mein Gott, ich bin immer so glücklich, wenn ich etwas schaffe. Yay! So, bitte, bitte, erzähl es. Nice, ich habe nur eine Chance immer. Nein! Komm schon, das Spiel ist wirklich schwer. Endlich Werbung für World of Tanks. Episches Spiel. Da kann ich euch allen nicht empfehlen. Man erwartet sowas gar nicht, wenn man am Anfang spielt. Kann ich auch zwei Finger benutzen eigentlich? Oh, ich will es gar nicht probieren. Lassen wir es lieber. Oh, ich muss schneller darauf reagieren. Was ist das? Ein... Oh! Ich weiß nicht, wie ich gehe mal nach oben. Ja, ich gehe mal nach oben. Oh! Yeah! Bitte! Oh, das zählt! Ich hab's falsch gemacht, aber es zählt trotzdem. Nice! Schon wieder. Schnell wie möglich. Ein N. Nice! Gott, ich freue mich jedes Mal, wenn ich sowas schaffe. Wo stehen meine Punktzahlen? Ich will meine Punktzahl sehen. Ich find's cool, weil der könnte immer so ein kleines Battle gegen mich machen, wer besser ist. Oh mein Gott! Ein G! Okay, das war... Oh mein Gott, ich hab's geschafft! Jesus, bitte! Ich will nicht sterben. Oh, ich bin voll weit gekommen. Was ist das? Was ist das für ein Symbol? Das ist doch das Symbol. Sieht es nicht genau gleich aus? Oh, das ist einfach ein Strich. Manche Sachen sind hier so einfach. Oh, wie easy. Ich will so weit kommen wie möglich. Okay, ich sehe es gerade. Oben links stehen meine Punktzahlen. Wo mein Highscore steht. Wahrscheinlich irgendwo im Menü. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr mich überbieten könnt. Aber ich denke nicht. Das ist ein Schnurrbart. Okay, lass uns mal nach unten gehen. Da bin ich noch nie hingegangen. Ich find's cool, wie schnell das geht. Okay. Oh, ein Haken. Yeah. Ich will lieber Haken. Das zeigt mir immer, dass ich irgendwas geschafft habe. Und etwas zu schaffen ist nice. Okay. Was das auch immer sein soll. Hier gibt's so viele Möglichkeiten. Holy shit. Oh, nice. Ich find's cool. Oh, verdammt. Ja. Oh. Nice! Oh, schneller! Oh mein Gott! Nach links, weil ich Linkshänder bin. Das ist eine gute Begründung. Na, verdammt. Oh, oh, ich hab's geschafft! Oh mein Gott, was ist das? Verdammt! Wir haben mir noch gezeigt, wie falsch ich gelegen habe. Verdammt! Jetzt habe ich nicht geguckt, was mein Highscore war. Oh Mann! Ich kann das Spiel den ganzen Tag spielen. Das macht eine Laune. Ich liebe iPad-Games. Oder allgemein Handy-Games. Ich finde sie wirklich cool. Sie sind so simpel und so einfach gemacht.
Das ist wirklich, wirklich cool. Ich sage euch auch die Spiele, falls es einige Leute nicht kennen. Weil iPad Games sind wirklich, wirklich bekannt. Jeder hat irgendwie sowas wie ein Handy. Oder die meisten haben zumindest ein Handy oder so. Deswegen, wenn man zum Beispiel in der Bahn sitzt oder in der Bahn sitzt oder allgemein im Zug oder wo auch immer oder zu Hause auch. Oder wenn man Langeweile hat, kann man immer Handy-Games spielen. Das machen auch die meisten. Ich hoffe sogar, Clash of Clans ist das meistgespielte Spiel. Habe ich auch mal gespielt für eine kurze Zeit, aber ich habe mich nicht damit... Oh, verdammt. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Komm schon. Was? Okay, das Einzige, was ihr wirklich hier nur machen müsst, ist zeichnen. Wer gut zeichnen kann, das ist der... Ja. Der ist hier richtig. Oh. Das ist easy. Das ist einfach. Okay, von weiter weg. Je weiter ihr kommt, desto weniger habt ihr Zeit. Verdammt. So. Ja! Oh, ich liebe es, wenn ich etwas ganz knapp schaffe. Pass! Oh, mein Gott. Oh, ein letzter Versuch noch. Ich will nicht aufhören. 111.000. Das war gar nicht mal so schlecht. Moment mal, mein Rekord war 177.000. Wer kann das von euch toppen? Ich weiß nicht. Das war schon prohaft. Ich bin echt pro. Okay, jetzt aber wirklich letzter Versuch. Bei mir ist es immer so, sobald ich einmal mit so einem Spiel anfange, kann ich gar nicht mehr aufhören. Das Coole ist, ihr könnt überall hinzeichnen, wo ihr wollt. Ihr müsst also nicht in die Mitte zeichnen. Ihr könnt sogar hier links zeichnen. Das ist episch. Ich find's cool, wie ihr das erkennt. Und wie man das eigentlich exakt nachzeichnen muss. Es werden nur kleine Fehler vergeben. Oh, langsam. Nein! Oh mein Gott! Ich konzentriere mich jetzt mal richtig drauf. Ich will wirklich meinen Rekord gerade überbieten. Oh, not bad. Vielen Dank für das Kompliment. Vielleicht soll ich ein Auge zumachen, das ist immer badass. Oh, yeah. Das war falsch eigentlich, aber okay. Set. Ey, wenn ihr ein Auge zumacht, seid ihr noch besser. Oh. Episch. Habt ihr es gesehen? 112.000. Das ist gar nicht so viel. Sogar ziemlich wenig. Gibt es hier irgendwie Level oder sowas? Oh mein Gott, seht ihr, wie gut ich bin? Oh mein Gott, ich habe gleich meinen Rekord. Komm schon. Ja! Oh, schneller. Ja! Ja! Jesus. Oh mein Gott, ich bin so gut. Was ist das? Was soll das? Ich habe sowas noch nie gesehen. Holy shit. Wieso ist das Gefühl nur so gut, wenn man... Oh mein Gott. Ja! Ja, wieso tick ich so aus? Beruhig dich, es ist nur ein Game. Na. Nein! Es ist nicht nur ein Game, es ist mehr als ein Game. Sorry. Ich werde immer emotional, wenn ich sowas spiele. 205.000. Das kann niemand überbieten. Ich werde das Video für heute hier stehen lassen. Ich frage mich immer, wenn ich diese Videos mache, was meine Nachbarn sich denken. Falls sie mich hören, ich weiß es nicht, aber sie hören mich bestimmt, wenn ich richtig laut bin. Aber vielen Dank fürs deine Show und zeig, wie badass du bist und like dieses Video. Schau auf meinem Kanal vorbei, um mehr Videos zu sehen, die ich produziert habe. Und abonniere jetzt unsere Nation bei Twitter und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Und dann sage ich, wie man noch 3, 2, 1. Ciao! Ich würde sagen, das ist der perfekte Buch. Ungefähr so. Ja, ein bisschen. Ja, es ist ein bisschen problematisch. Da hat jeder seine eigene Meinung, aber ich bin zum Beispiel gar nicht der Fan von.